Bitte begrüßen Sie ganz herzlich Frieda Türre. Oh, ich merke jetzt schon, ich bin zu warm angezogen. Ich fühle mich ein bisschen unvorbereitet und ich habe gelernt, wenn man unvorbereitet ist, stellt man am Anfang so ein paar Publikumsfragen, um warm zu werden. Einfach mal so ein bisschen kennenlernen. Deswegen mal eine Frage vorweg. Haben wir Leute im Publikum, die Kinder haben? Wenn ja, und zufrieden damit, so ein Wuhu! Und wenn so, naja, Kinder, dann so ein Yay! Gerade wenn sie im Alter von 2 bis 4 ungefähr sind. Ja, danke für die erste Bestätigung. Mir ist das jetzt letztes wieder aufgefallen. Ich saß eingekeilt zwischen meinen 2 Neffen, der eine 4, der andere 2, rechts und links in ihrem Auto sitzen. Ich war dazwischen so ein bisschen umständlich festgekeilt, konnte mich natürlich nicht mehr anschnallen und der 2-Jährige fragte dann: Tante Frieda, wieso bist du nicht angeschnallt? Und ich dann so: Ja, du Jakob, also. Ist jetzt halt ein bisschen eng auch und irgendwie passt das jetzt. Wieso? Ich sage, ja, also rechts und links im Kindersitz, das ist halt einfach, wieso? Du, ich bin halt auch schon ein bisschen größer und ein bisschen, wieso? Du, Jakob, ich habe irgendwann auch einfach mal ein bisschen mehr gegessen. Wieso? Weil du jetzt einfach mal ruhig bist. Also weil Kinder dann einfach irgendwann so dermaßen viel fragen zu haben und dann so, bitte frag jetzt einfach nicht mehr. Aber grundsätzlich muss ich sagen, das Prinzip bei Kindern finde ich ganz gut. Weil Kinder fragen, Kinder hinterfragen. Und Kinder fragen so lange, bis sie eine Antwort haben, mit der sie irgendwie zufrieden sind. Und mir ist aufgefallen, wir machen das nicht mehr. Also wir sollten auch mal wieder anfangen zu fragen und zu hinterfragen. Und vielleicht kriegen wir dann auch mal wieder die richtigen Antworten. Der, die, das. Wer, wie, was. Wieso, weshalb, warum. Wer nicht fragt, bleibt dumm. 1000 neue Sachen gibt es überall zu sehen. Manchmal muss man fragen, um sie zu verstehen. Weißt du eigentlich? Sag, weißt du eigentlich, wie Bäume entstehen? Vom Winde getragen, ein Samenwald geweht an neue fremde Ort. Dort ist es, wo ein neuer Baum entsteht. Er wächst heran, vielleicht spärlich und langsam. Die Bedingungen vielleicht nicht die besten, zu sonnig, zu schattig, zu nass, das Plätzchen. Doch er wächst, denn er hat Wurzeln geschlagen. Der Ort, an dem er ist, kann ihm das Wurzelwachsen nicht versagen. Nur, was der Baum nicht weiß, hier Wurzeln zu schlagen, hat seinen Preis. Und so bekommt er Gegenwind, der ihm bis zum letzten Blatt nicht nur seinen grünen Mantel, sondern auch die Luft zum Atmen nimmt. Denn in diesem Wald voller Bäume gibt es verdammt nochmal Grenzen, gibt es verdammt nochmal Zäune. Fremde Samen über Zäune und Grenzen geschlagen zu verwurzeln in altbewährten Wäldern wie, ja, wie können sie es wagen? Hier gab es schon immer Bäume. Und eigentlich auch schon immer Zäune, denn Grenzen entstehen nicht erst an einem Ort, nicht zu einer Zeit. Grenzen entstehen, wo Gedanke sich an Gedanke reiht und die Emotion gegen Verstand anschreit. Zu viele Bäume, sagt ihr, werfen Schatten, nehmen Licht und werfen nur noch Schatten. Und niemand möchte im Schatten der anderen erblassen. Also werden Wurzeln aus dem Boden gerissen, Äste achtlos auf den Boden geschmissen und der Wald so lange gerodet, bis alles wieder genau so ist, wie es vorher war. Nur, dass die Luft zum Atmen jetzt viel schlechter ist, das scheint den meisten nicht so klar. Vor ein paar Jahren, da hast du mir ein Foto gezeigt. Und lächelnden Blickes eine Weile auf diesem Foto verweilt. Eine alte Schulklasse war zu sehen, das Bild schwarz-weiß an den Rändern vergilbt, fiel es mir zunächst schwer zu verstehen, wer auf dem Foto so Besonderes zu sehen war. Doch bei näherer Betrachtung, da wurde es mir klar. Alle Kinder auf dem Bild waren in demselben hellen Ton, nur ein Mädchen, ein paar Nuancen dunkler, erweckte meinen Argwohn. Also sah ich in ihr Gesicht und was ich nun erblickte, war mehr als nur ein Mädchen. Es war meine Geschichte. Denn die Person auf dem Bild, die einst dieses junge Mädchen war, ist meines Großvaters Großmutter. Woher sie kam, sagst du, weiß niemand so genau. Nur, dass sie anders war. Dafür sprach das Bild dunkles Grau. Letztendlich weiß ich nicht, was war die genaue Geschichte. Nur eins weiß ich, sie unterscheidet sich doch von anderen Bäumen nicht.
Und noch mehr weiß ich nun, ich komme von hier, aber auch irgendwie nicht in das Gesicht, das ich habe. Das ist ein Allerweltsgesicht. Ein Mund, der sich zum Lächeln formt, manchmal zum Staunen, manchmal stumm zusammengepresst, wenn die Wut meiner Mimik keine andere Chance lässt. Augen, die schönen Dinge im Leben zu sehen und bei traurigen zu vergießen Tränen. Eine Nase, all das zu riechen, was in der Luft liegt. Ohren, all das zu hören, was einen Klang gibt. Und all diese Sinne werden zu Gefühlen. Zu guten und zu schlechten und nicht immer zu denen es mir beliebt. Und dann gehe ich auf die Straße. Gehe auf die Straße und sehe dich, andere sagen, du bist anders. Aber ich verstehe das nicht. Denn genau wie ich hast doch auch du dieses Allerweltsgesicht. Wir beide, wir sind doch gleich, du und ich. Und darum verstehe ich weder Zäune noch Grenzen nicht. Also lasst uns aufhören. Lasst uns aufhören, Wurzeln aus dem Boden zu reißen, die versuchen, nach etwas Halt zu greifen. Denn es ist wirklich nur das, ein wenig Halt, nach dem sie streben. Und glaub mir, in diesem Wald voller Bäume, da können wir doch auch alle gemeinsam leben. Dankeschön.